Willkommen, Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, heute mal auf meinem Rathaus Siebendorf im Spiel Clash of Clans. Ja, die Frage ist ja, spielt hier immer alle Events? Und mir ist es ja aufgefallen, dass ich mit meinen etwas kleineren Accounts, die ich ja auch noch habe, überhaupt die Events hier absolut mal nebenher gelassen habe. Und ich habe heute oder gestern erstmalig überhaupt mal wieder auf diese Accounts hier geschaltet, weil ich auch immer ganz, ganz schlecht abschätzen kann. Was wollt ihr eigentlich sehen? Wollt ihr mehr High-Content sehen? Wollt ihr Farm sehen? Wollt ihr eher Rathaus 8, Rathaus 7, Rathaus 9? Je nachdem. Ich werde demnächst, was heißt demnächst, die nächsten Tage mal eine Umfrage starten auf dem Community-Tab. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr mal schaut, es gibt ja so eine Community-Tab auf YouTube. Dort seht ihr allerdings nur, wenn ich etwas poste, auf den mobilen Devices, die News, also als wenn ihr ein Video seht oder so von mir. Deswegen dort haue ich meine Umfrage rein, dann werde ich das ein bisschen gewahr. Aber ich bin heute mal auf dem Rathaus 7 Account und ich werde auch auf den Rathaus 8 Account springen, denn ich habe die Events so ein bisschen verpasst und ich habe gedacht, mit den Accounts hier, die 400 Gems, die kannst du dir eigentlich nicht entgehen lassen, auch wenn du mit denen ja nicht oder noch nicht so wirklich viel machst. Aber ich habe hier in diesem Dorf hier noch nach wie vor diesen kleinen Bug hier, dass ich diese alte Karre nicht aufnehmen kann. Ihr seht das, die hat nichts mehr drin, die habe ich schon aufgenommen. Und wenn ich jetzt sage, Ressourcen aus der Beutekammer eingesammelt, okay, dann hat er sie jetzt eingesammelt, aber er hatte nichts mehr zu sammeln. Eben, das kann ich euch sagen, hat er immer gesagt, ich habe nicht genug Kapazität, aber ich habe hier reichlich Kapazität. Ja, das ist Murphy, das ist Murphy. Also, du willst erst mal zeigen, was nicht geht, und dann geht's doch. Naja, egal. Aber ihr kennt diesen kleinen Bug sicherlich. Ich konnte diese Karre eben, ihr habt's ja gesehen, da war nichts mehr drin, nur noch die Karre. Und ich habe mir in den Clan hier ein bisschen Unterstützung reingeholt, nämlich den Alex habe ich hier reingeholt, und wir sind im Moment zu dritt oder zu viert. Ja, dieser Clan wird irgendwann wieder mal aufmachen für euch als Community-Clan oder Liga-Clan. Oder aber ich suche vielleicht jetzt ein, zwei, vier, fünf kleinere Rathäuser, die mit mir hier vielleicht Bock haben, schon mal zwischendurch so einen kleinen CK zu spielen. Ich werde die Büchse hier aufmachen, denke ich mal. Also nichts Wildes, keine 12er, keine 11er, keine 10er. Nein, nein. 9er, 8er, ruhig, nicht so toll, aber ein CK-fähig. Und wenn wir den dann hier machen, dann ist das hier auch nicht so super langweilig, muss ich sagen. Denn mein Rathaus 8er und der 9er, okay, der Alex ist hier jetzt zur Unterstützung. Und ihr wisst es, beziehungsweise ich habe es ja zu Anfang gesagt, ich spiele das Event hier. Ich lade den Alex übrigens schon mal auf dem Tablet, damit er mir gleich nachspenden kann. Also ich habe das Event jetzt schon zweimal gemacht und die 400 Gems, die kann ich hier nicht liegen lassen. Die kann ich hier auch im Rathaus 7 oder 8 Bereich nicht liegen lassen. Deswegen gehen wir mal rein. Wir müssen exakt das haben, eigentlich, was ich hier gebaut habe. Wir brauchen, glaube ich, drei oder zwei von den Riesenskeletten. Also immer noch die Eventarmee hier, ganz, ganz zum Schluss. Und wir brauchen hier diese komischen Fässer mit den Skeletten drin. Ein paar Magier habe ich dabei, falls mal doch ein bisschen Luft klar bekommt oder so. Und klar, King of 1. Der Rest ist hier auf Max-Level. Ein paar Riesen noch in der Clanburg, dass die Heiler auch ein bisschen was zu tun haben. Und ich brauche hier nie lange suchen. Ich muss ja nur gewinnen. So heißt es ja immer. Ich muss nur gewinnen. Und deswegen nehme ich mir ruhig etwas kleinere Rathäuser, ein bisschen dunkles. Darf es ruhig sein, denn ich habe hier ja kein dunkles im Moment im Verbrauch. Das heißt also, alles, was ich hier mit dem Rathaus 7er einnehme, ist purer Gewinn. Aber es sollte schon ein Gegner sein, der dann auch Rathaus, der auch ein bisschen Ressourcen hat, so wie dieser hier. 559. Ja, das ist ganz cool. Eine Luftabwehr da hinten im Bau, das müsst ihr auch immer mal sehen. Ich mache das mal ein bisschen näher. Also, wo hier dieser Kranz rum ist, es gibt vielleicht Clash of Clans Neulinge, ich weiß es nicht. Deswegen vielleicht doch mal die Umfrage. Also, wo dieser Kranz hier rum ist, die Luftabwehr ist im Bau. Diese Luftabwehr hier ist auch im Ausbau. Das heißt, die werden nicht schießen und ich habe ja ziemlich viel Luft dabei. Allerdings könnte mich der Feger hier stören. Mal sehen, ob er mich stört. Mal sehen, ob er mich stört. Ich nehme hier gleich die Klarburg mit rein und meine drei Heiler. Ich habe jetzt nur drei, sonst hätte das mit den Truppen nicht ganz gepasst. So, mal sehen, wo wir jetzt mit den Mauerbrechern durchgehen können, ob wir da zweimal durchgehen schon.
Eins, zwei, jo, da gehen wir schon zweimal durch. Das ist nicht schlecht, ein paar Magier dahinterher. Also so könnt ihr hier oder so hättet ihr das Event spielen können. Jetzt müssen wir natürlich nur so ein bisschen bis zu dieser Luftabwehr kommen, die dann hoffentlich nicht mehr schießt. Das sieht aber schon mal ganz stabil aus. Ja, wir lassen die noch ein bisschen laufen. Hier setzen wir mal unsere paar Bogenschützen. Und damit ist die Luftabwehr hier schon mal Geschichte. Jetzt habe ich natürlich Sorge, der Magerturm hier ist ein bisschen heavy. Okay, war doch nicht so heavy. Naja, er war doch nicht so heavy. Und wo können wir hier jetzt eigentlich heilen? Hier haben wir noch ein paar Skelette, die paar Riesen und die vielen, vielen Skelette hier. Ah, hier sind wir auch durch. Okay, also so kann man es hier machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe das heute Abend mal probiert, so also ein bisschen mit diesen Armeen hier anzugreifen, um dieses Event hier noch ganz, ganz effektiv für mich möglichst zeitschonend zu spielen. Und wir springen gleich in jedem Fall auf den Rathausachter. Ich weiß nicht, ob euch der Content hier gefällt. Ich wollte erst so eine Q&A-Folge machen, also mal so eine Question-and-Answer-Folge. So nach dem Motto, ihr fragt mich, ich antworte. Ich kriege ja immer ganz, ganz viele Fragen. Angefangen von, kannst du mal, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann ganz vieles, aber ich kann leider auch ganz, ganz, ganz vieles nicht. Und deswegen musste ich heute einfach mal auf diese Dörfer hier springen. Ich habe ja noch reichlich zu tun, also ein paar Stunden werden es noch sein oder ja, eigentlich auch nicht ganz, ganz so lange mehr. Ich kann mir hier leider ich nehme hier keine Trainingspotion, weil als Rathaus 7er kann ich sie nicht im Shop kaufen und ich habe nur noch drei. Ich will die so ein bisschen sparen. Ich habe ja nur noch drei, ich will die so ein bisschen sparen. Also ihr seht das hier, der Händler besucht das Dorf, er ist ab Rathaus Level 8, na super. Aber auf das Ding springen wir jetzt mal und machen da auch das Event. Ich lasse mir hier eben mal vom Alex voll machen. Danke, steht da immer nur. Ich lasse mir das eben mal vom Alex befüllen. Ich denke mal, die vier Riesen waren ganz gut eingesetzt hier. Die trainiere ich eben noch mal nach. Denn mit dem Neuner, mit dem Neuner, mit dem Achter nehme ich schon etwas andere Truppen. Aber gucken wir einfach mal rein. Und dann haben wir heute mal ein bisschen anderen Content als 12, 11, 10. 9, sondern wir haben mal richtig oh, so ein bisschen was Kleineres. Ihr seht das, ich bespiele die Accounts dann auch, aber eher weniger. Auch das ist immer mal wieder so eine Frage bei mir. Spielst du alle Accounts oder alle, die aktiv sind? Nein, kann ich ganz klar besagen. Nein, das mache ich nicht. Ich bespiele sie so, wie ich meine. Ich muss etwas spielen, aber die 400 Gems, die müssen einfach drin sein. Und kurz rufe ich euch nochmal ins Gedächtnis, dass das hier mein Rathaus 8 Account ist, also der Chefkoch hier. Ihr kennt ihn sicherlich. Er war ja länger in einem Clan. Ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß. Warte mal, kann ich das noch sehen, wo dieser Account hier war? Nee. Ich habe keine Messages mehr, kein gar nichts. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, er war im Clan Nachtschicht. Ich glaube, so hieß der Clan. Und ist aber schon ein paar Tage her. Seitdem parkt er hier. Ich habe mir jetzt heute wieder ausgepackt und um dieses Event hier auch zu spielen. Also es ist ein Rathaus Maxed RH8-Dorf. Ist relativ einfach, denke ich mal, heutzutage zu erspielen. Mit den vielen Items, die du bekommst, Push-Items, die ganzen Bilder-Potions und so weiter, bist du relativ schnell auf so einem Niveau hier, wie ich es hier bin. Aber man muss einfach so ein bisschen durchhalten. Gerade wenn es darum geht, Golem, Walküre zu machen. Hox hatte ich ja relativ früh. Und den King hatte ich auch ganz, ganz früh. Also man muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben, um sich so einen Account hier zu schaffen. Also ich denke mal, optimaler Start für Rathaus 9. Und auch hier habe ich die Eventarmee na, so ein bisschen abgewandelt. Der Alex hat mir hier jetzt ein paar Hexen gespendet. Ist natürlich sehr, sehr nett. Und hier muss ich auch 3-8 habe ich jetzt ausgebildet. Mit 3-8 meine ich natürlich Skynes oder die Skynes. Die Giant Skeleton Troops und die Skeleton Barrel Troops. Also auch hier habe ich heute schon mal angegriffen. Ihr seht das, 3 von 8. Ich möchte die Gems einfach nicht verlieren, denn die Accounts gehen ja auch so ganz behende so ein bisschen hoch. Und deswegen gehen wir auch hier in die Gegnersuche rein. Zwei Sterne habe ich noch zu machen und eigentlich brauche ich hier nichts außer vielleicht die Sterne, denn der Account hier war noch nie in der Kristallliga. Ist mir auch ein Rätsel, warum ich das nie gemacht habe. Gerade für die guten Gems, die es ja dafür gibt. Ich glaube, 450 gibt es ja erstmalig dafür, wenn du in die Kristallliga gehst. Boah, ah, das ist ja ein Brocken hier. Jawohl, das ist ein echter Brocken, den nehmen wir mit.
Ich muss mal gerade überlegen. Also kleine Luftabwehren hat er da. Okay, mal sehen, wie weit wir mit unserem Killspot hier kommen. Also auch hier habe ich nur 3 Heiler dabei. Etwas weniger Magier, aber dafür sind sie natürlich schon auf Level 5. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich vielleicht hier in die Base komme. Denn da vorne war der Magierturm. Der hätte ich ganz schlecht aufsprengen können. Nochmal jetzt die Hexen hier mit rein. Und mehr spreng ich da aber auch nicht auf. Aber mal sehen. Die Behände, diese Riesenskelette, die gehen ja erstmal echt nur auf Defense. Und deswegen glaube ich, dass die ganz gut da aufgehoben sind, um hier in die Base reinzusprengen, um die Luftabwehren hier in der Mitte zu machen. Das wäre natürlich wirklich super. Aber wir gucken mal. Ich lasse mal noch ein bisschen laufen. Der King kann noch. Eine Luftabwehr haben wir schon mal geschafft. Dann sollen es, glaube ich, denn auch gleich die nächsten sein. Ich gucke mal. Ah, na komm. Zweite Luftabwehr haben wir da schon mal geschafft. Dann können wir, glaube ich, von hier aus unsere Skelettfallen mal reinbringen. Nein, es sind ja keine Skelettfallen, sondern diesen komischen Barrels hier. Die Fässer, entschuldigt bitte. Die Fässer mit den Skeletten. Ah, das ist schon eine leckere Truppe. Die nehme ich hier auch noch mal in Heilung. Also, ja, ganz, ganz nett. Alle drei Luftabwehren haben wir zwar gepackt, allerdings haben wir es auch nicht gepackt, die Base hier jetzt ganz zu schaffen. 69%, mal sehen, ob wir den Bonus noch mitnehmen. 96 dunkles, ja, sieht ganz gut aus. Für an der Maus geklickt, ich hatte das Ganze eigentlich vorbereitet am Tablet, aber ich habe gedacht, am Tablet, da ist heute mal der Alex hier unser bester Spender. Und um dieses Event hier zu spielen, ja, auch das bringt so ein bisschen die Mehraccountigkeit hier so ein bisschen mit sich, dass man irgendwo einen Account hat, mit dem kannst du angreifen, mit dem anderen kannst du spenden und dann wieder andersrum. Alex kann ja auch Truppen von dem hier gebrauchen, auch wenn ich mit Alex im Moment so richtig brach liege. Mit dem Avatar wird das anders sein, da bin ich ja noch im klaren CWL Allstars, da gehe ich jetzt auch wieder raus, denn die werden irgendwann ihr Potluck-Turnier spielen, also ein reines Rathaus 12-Turnier und die Liga wird vorbei sein, dann bin ich zumindest mit dem AFA die nächsten 3 Wochen irgendwo bei euch. Ich weiß noch nicht, wo ich abhänge, bei welchen Events oder CKs. Ich habe es ein bisschen versäumt, mit meinem 12er aus dem Clan zu gehen, um woanders einen Clan-Krieg mitzuspielen. Seid mir da nicht böse. Ich muss das auch noch beantworten auf Facebook leider. Deswegen bin ich gerade über den November-Start hier leider out of order und mache hier, ja, ich bin einfach, bin ja jetzt verhaftet. Also sobald du in den Clan-Krieg bist, bist du irgendwo so ein bisschen gebunden und ich wollte eigentlich woanders aufnehmen, aber der Lackheil schafft es nicht mehr. Aber ich glaube, haben wir ganz gut gemacht. Einen machen wir noch auf Rathaus 7, würde ich sagen. Lohnt sich. Ihr wisst, alle guten Dinge sind 3. Mit dem hier packe ich das. Ah gut, der Bonus ist schon mal drin. Mit dem packe ich das in jedem Fall auch noch heute hier. Also, er ist auch gut dabei. Treasury, ah, nett voll. Ich brauche ja nicht wirklich was, aber ich glaube, ich echt noch nicht in der Kristallliga hier mit dem Account hier. Ich gucke mal gerade. Friends in Need, Mortal. Jo, tatsächlich nicht. Tatsächlich. Ah, 250 gibt es. Okay, 250 Juwelen nur für die Kristallliga. Also nächstes Ziel haben wir auf jeden Fall mit dem Account immer on. Und das habe ich mit dem 7er schon hinter mir. Ist auch komisch, oder? Jo, 1000 Dunkles. Ich weiß, das hört sich jetzt... Der eine oder andere wird es jetzt belächeln, aber diese 1000 Dunkles, die sind mir unheimlich wichtig, denn ich habe mich mit dem Account, ich habe eben mal durchgerechnet, ich hatte schon über 10.000 Dunkles für die Schweinereiter, die dauern, beziehungsweise die kosten die 10 oder 20.000 auf 2 oder 12,5. Ich muss mal gucken, was die kosten. Ich wollte sie eigentlich schon leveln, nur ich habe irgendwie nie geschafft, das Dunkle hier reinzukriegen. Was haben wir hier? Ah, okay, wir haben hier die 4 Riesen und... Ah, ne, die 4 Riesen meinte ich natürlich. Und deswegen habe ich nie so ran gedacht, dass ich... ja, eigentlich, man muss einfach am Ball bleiben, auch bei solchen Accounts hier. Ah, Mauerbrecher gehen schon mal durch, das ist okay. Dann lassen wir gerade noch so ein bisschen außen was wegmachen, dass der King hier auch mit reingeht. Und deswegen habe ich das nie so hart betrachtet, so nach dem Motto, du musst mit dem jetzt dein Dunkles machen, damit du auch hier
die Schweinereiter machen kannst auf Level 2. Denn mein King muss ja auch noch 4 Level machen. Auf 5. Und ich schaffe im Moment. Ah ja, da schaffe ich echt mal wenig. Mal sehen. Ich nehme hier nochmal die Heiler. Und die Dicken hier in Wut, die gehen ja ganz gut auch durch die Mauern durch. Das sind ja schon so ein bisschen kleinere Mauerbrecher. Riesenbomben stören da mal gar nicht. Und alle Loots hier auf den Magierturm. Alle. Oh nee, die Barrels gehen, die gehen noch nicht mal alle drauf. Okay. Die gehen noch nicht mal alle drauf. Dann brauchen wir hier die Bogenschützin. Na komm, auf die Skelettfallen. Ja. Okay, das. Ja, man kann das ja so lösen. Ich habe jetzt das ganze Dunkle noch nicht bekommen. King ist aber noch dabei. Aber hier hat es schon ziemlich viel erwischt. Ist auch ein Rathaus Achter. Ich hoffe, wir holen noch wir holen den Sieg noch. Denn nur beim Sieg bekommst du ja auch in den Events. Jawohl, den Sieg haben wir geholt, also den einen Stern. Sonst bekommst du hier in den Events nämlich nicht den Erfolg, beziehungsweise den Pluspunkt oder den Punkt. Und deswegen ist das umso schöner, dass ich hier sogar noch mit dem King. Schaffe ich das Rathaus noch? Ah, nee, das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich so abschätzen. Dafür spiele ich schon etwas zu lange Clash of Clans, dass der König hier das leider nicht mehr schafft. Aber das macht nichts. 50% auf den Punkt hier. 821 Dunkles. Das ist absolut in Ordnung für diesen Account hier. Ein paar Mal muss ich jetzt noch ran. Ich kann hier nicht schieben. Aber 4 Angriffe, ich denke, die kriege ich heute Abend noch hin. Und ja, das ist eigentlich mal gewesen von so einem etwas kleineren Accounts hier. Ist einfach mal so, ich hatte auch mal Bock, die mal wieder zu bespielen und mal wieder ins Leben zu rufen. Denn einige auf Discord fragen natürlich immer mal wieder, wie viele Accounts hast du, welche bespielst du aktiv. Das ist einer hier, den ich semi-aktiv bespiele. Also der Toto selber hier ist nicht so der super aktive. Aber er kriegt immer neue Freunde. Das finde ich auch nett. Allerdings nehme ich hier keine Freunde an. Das wisst ihr. Ich habe, glaube ich, nur ja, den Lord Gary vom FC Hollywood, der mir immer in den Event-Clans hilft. Den Thiele, der auch bei mir Mod ist, glaube ich, und auch immer in den Events-Clan dabei ist. Alex ist dabei von bei den Herausforderern. Und der Rest hier ist, glaube ich, das sind immer fast immer die gleichen. Ich weiß gar nicht, wo der hierher kommt. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Aber ich habe heute mal dieses Rathaus bespielt, das Achter. Ich mache die Events jetzt fertig. Also schreibt mir das ruhig mal wieder unten rein. Spielt ihr die Events immer mit allen euren Accounts, wenn ihr mehr Accounts spielt. Also ihr wisst das, mit meinen Main-Accounts habe ich die alle fertig. Also der 12er ist fertig, der 10er. Ich glaube, einen 9er habe ich fertig gemacht, den Chief. Aber diese Accounts hier, die hängen einfach so ein bisschen und ich vernachlässige sie ganz bewusst, damit ich halt mehr Content aus den anderen Sachen bringe. Denkt bitte daran, dass wir ein nettes Wochenende haben. Wir werden uns im Stream sehen. Ganz, ganz sicher. Ich werde sowas von versprechen. Bis dahin, euer Toto.